ganz lieben Dank, liebe Genossinnen und Genossen. Ja, das ist jetzt ein bisschen ungewöhnlich vom Verfahren, aber das machen wir schon. Das Tagungspräsidium in seiner Weisheit hat das so beschlossen. Wir sind jetzt schon den zweiten Tag dabei, über die aktuelle Situation in Deutschland zu diskutieren. Darüber, wie wir diese schwierige Situation verantwortungsbewusst meistern. Und ich kann euch sagen, in Europa schaut man sehr genau auf uns. Es gibt ein großes europäisches Nachrichtenmagazin, das hat die jetzige Lage The Most German Crisis genannt. Die deutscheste aller Krisen. Und was haben die damit gemeint? Die haben damit gemeint, dass die Idee, das wirtschaftlich stärkste und unglaublich reiche Deutschland in der Mitte Europas, dass sich dieses Land selbst Fesseln anlegt, finanzieller Art, die es darin beschränken, auf Krisen zu reagieren, und dass dann auch noch ein Verfassungsgericht der Regierung in den Arm fällt, wenn schon beiseite gelegte Gelder anders verwendet werden sollen, das kommt denen ausgesprochen absurd vor. Anders kann man es nicht sagen. Aber was viele noch fassungsloser macht, und mich auch, ist, dass sich der Oppositionsführer über diese Lage auch noch freut. Denn entweder ist Friedrich Merz völlig ahnungslos, was das eigentlich für praktische Konsequenzen hat, oder es ist ihm ganz recht, dass jetzt wieder diejenigen angegriffen werden können, die ihm sowieso ein Dorn im Auge ist. Denn in Europa, da weiß man sehr genau, was es bedeutet, Krisen mit Sparen bewältigen zu wollen. Austerität hieß das damals. Das ist ein kompliziertes Wort und viele, die es verwenden, haben auch keine Vorstellung, was sie damit angerichtet haben. Denn es heißt was sehr Konkretes. Es hieß damals etwas sehr Konkretes in vielen Ländern. Es hieß Rentenkürzungen, es hieß insgesamt Kürzung von Sozialabgaben, Abbau von Gesundheitsleistungen. Und das hat diesen Ländern, wie wir wissen, alles andere als gut getan. In wirtschaftlicher Hinsicht, aber zum Beispiel auch in der Pandemie, ist es kein Zufall, dass Länder wie Griechenland, Spanien, Italien besonders hart von der Corona-Pandemie betroffen waren, weil eben die Gesundheitssysteme ganz massiv runtergespart worden waren. Also im Grunde genommen die Frage, ob man dem Staat in Krisenzeiten die Hände im Kampf gegen Klimawandel und Armut auf den Rücken bindet, die haben wir in Europa schon beantwortet, liebe Genossinnen und Genossen. Aber die Konservativen und Neoliberalen in Deutschland und in Europa, die scheinen das Motto zu haben, spare bei den Schwächsten und den Ärmsten, dann hast du in der Not. Christlich ist daran nichts. Die äußerste politische Rechte in Europa setzt alles daran, die Europawahl 2024 zu nutzen, um ein ganz anderes Europa zu schaffen. Und bedauerlicherweise, oder man könnte auch sagen skandalöserweise, können sie dabei immer häufiger darauf setzen, dass ihnen Konservative und auch Liberale bereitwillig die Hände dazu reichen, weil sie für den kurzfristigen politischen Vorteil bereit sind, mit den Rechten überall in Europa gemeinsame Sache zu machen. Und da fragt man sich wirklich, haben die aus der Geschichte nichts gelernt? Soll die sich immer und immer wiederholen? Rechtsextreme salonfähig zu machen und mit ihnen zu paktieren, das führt nur zu einem, nämlich dass die stärker werden. Das sehen wir in vielen Ländern. Schauen wir uns zum Beispiel mal Schweden an. 30% hat unsere Genossin Magdalena Andersson damals geholt. Sie war die klare Wahlsiegerin in Schweden. Die Konservativen kamen gerade mal auf 20. Aber um an die Macht zu kommen, haben die Konservativen sich mit den wirklich hardcore rechtsextremen Schwedendemokraten zusammengetan. Und jetzt sehen wir, dass die Konservativen weiter an Boden verloren haben, nur noch 16% haben, während die Rechtsextremen noch stärker geworden sind. Und leider machen auch die Liberalen dabei keine Ausnahme mehr. Das Heimatland meines Mannes, die Niederlande, sind dafür der beste Beleg. Noch 10 Tage vor den Wahlen war Geert Wilders mit seiner PVV auf Platz 4 der Umfragen. Man hat sich die ganze Zeit eigentlich nur gestritten, wird es die liberale WWD, wird es die neue Abspaltung der Konservativen oder wird es Franz Timmermans? Und der Drehpunkt, wo Wilders in die Vorhand kam, war
als die Spitzenkandidatin der Liberalen es eben nicht ausgeschlossen hat, mit ihm möglicherweise in eine Regierung zu gehen. Das war der Punkt, wo es gekippt ist. Und wir wissen, was passiert, wenn die das Land erstmal in die Hände kriegen. Wir sehen auch das in all den anderen Ländern. Nach außen hin ist Giorgia Meloni ganz konziliant, ganz freundlich, ganz kompromissfähig, auch bei uns in der Europäischen Union. Aber nach innen beschneidet sie die Rechte von Sozialhilfeempfängern, von homosexuellen Paaren, von Migrantinnen und Migranten. Ich will in diesem Zusammenhang auch mal einen kleinen Satz an die Kolleginnen und Kollegen der Union richten. Wenn sich Markus Söder und Konsorten jetzt hinstellen und erklären, dass sie sich gegen Rechtspopulisten in Europa einsetzen, das ist wirklich der blanke Hohn. Diese Menschen, das sind genau dieselben Menschen, die auf der einen Seite schon jetzt in Bayern mit Herrn Aiwanger regieren, aber das sind vor allen Dingen auch dieselben Menschen, die einen Viktor Orban von 2010 an jedes einzelne Jahr zu ihren Klausurtagungen, zu ihren Parteitagen als Ehrengast eingeladen haben. Nicht irgendwo in der vierten Reihe, als Ehrengast Viktor Orban, und ihn auch nicht aus ihrer Parteifamilie ausgeschlossen haben, sondern er musste selber austreten. Die hätten ihn wahrscheinlich heute noch drin. So sieht es nämlich aus mit unseren Freundinnen und Freunden, vor allen Dingen in Bayern. Wenn irgendjemand den Rechtsextremen etwas entgegensetzen kann, das gilt in Europa genauso wie hier, dann sind es nicht die Konservativen und auch nicht die Liberalen mit ihrem Kuschelkurs, sondern wir, die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten mit klarer Kante und sozialer Politik für dich. Denn am Ende des Tages hat der politische Rechtsruck ganz konkrete Auswirkungen auf das Leben aller. Ich habe es für Italien eben schon besprochen. Polen. In Polen hat die PiS-Partei sich das Verfassungsgericht gleich als allererstes unter den Nagel gerissen. Jetzt mag man sagen, na ja gut, Rechtsstaatlichkeit, Verfassungsgericht, was hat denn das mit dem Leben von Menschen so konkret zu tun? Sehr viel. Nämlich auf Antrag einer rechtsextrem klerikalen zivilgesellschaftlichen Organisation hat dieses Verfassungsgericht in Polen die Abtreibung, das Abtreibungsrecht praktisch vollständig abgeschafft. Und inzwischen sind schon mindestens zwei Frauen gestorben. Noch nicht mal, weil sie eine Abtreibung wollten, sondern weil der Fötus in ihrem Bauch krank war, abstarb und die Ärztinnen und Ärzte in Polen sich geweigert haben, diesen Fötus aus ihren Körpern zu entfernen, weil sie Angst hatten, sich strafbar zu machen. Mindestens zwei Frauen sind auf diese Art und Weise in Polen gestorben. So viel hat die Verletzung von Rechtsstaatlichkeit manchmal ganz konkret mit dem Leben der Menschen zu tun. Aber ich nehme euch auch noch mit in ein Land, was nicht mehr zur Europäischen Union gehört. In das Heimatland meines Vaters, nach Großbritannien, das die Rechtspopulisten aus der Europäischen Union herausgeführt haben. Ich war diesen Sommer dort mit meinen Eltern und mit meinem Mann. Mein Vater ist 88 Jahre alt und wir sind auf den Spuren seiner Kindheit gewandelt, also nicht in irgendwelchen Touristenorten und nicht in großen Metropolen, sondern in kleinen Städten in England und in Schottland. Und was man da erlebt, ist ziemlich erschreckend. Mal von der Zerstrittenheit innerhalb von Familien abgesehen, die dieser Brexit mit sich gebracht hat. Man geht durch Fußgängerzonen, die total verödet sind. Wenn man nicht noch die Wohltätigkeitsorganisationen von Heilsarmee und Krebsgesellschaft hätten, dann würde da gar nichts mehr laufen. Wir haben landwirtschaftliche Betriebe, die nicht mehr wissen, wo sie ihre Arbeitskräfte herbekommen. Und ein Gesundheitssystem, in dem meine 87-jährige Tante seit anderthalb Jahren auf eine dringend nötige Knie-OP wartet und wo der Notarztwagen zu unserer Unterkunft einmal 5 Stunden gebraucht hat. Ein Notarztwagen, 5 Stunden. Und ihr erinnert euch alle an die Versprechungen damals von Nigel Farage und auch von anderen, von Boris Johnson insbesondere, dass das Geld, was man spart in der Europäischen Union, ja ins Gesundheitssystem geht. Das ist das Ergebnis, wenn man auf Populisten vertraut. Alles wird besser ohne die EU, hatten die Brexiteers damals versprochen. Und so versprechen es auch heute wieder manche,
die den Nexit, den Hangexit, den Dexit, was auch immer, in ihr Wahlprogramm schreiben. Nichts ist besser ohne die EU. Das ist spätestens seit dem Brexit jedem hoffentlich klar. Und es ist die europäische Sozialdemokratie und die SPD, die diesem Treiben ein Ende setzen kann und ein Ende setzen muss. Wir haben die Kraft dafür. Und wir wissen, dass viel auf dem Spiel steht im kommenden Jahr, nicht weniger als das Zukunftsversprechen der Europäischen Union. Dass unsere Kinder in Frieden und Wohlstand aufwachsen können. Dieses ursozialdemokratische Versprechen, dass es jeder Generation besser gehen soll als der zuvor. Denn das ist auch das Zukunftsversprechen Europas. Und wenn wir von einem Europa der Zukunft sprechen, dann geht es genau darum, dafür alles zu tun. Das ist unsere Aufgabe als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Wir setzen uns für ein Europa ein, das wirklich eine Zukunft hat, damit Frieden, Wohlstand und Freiheit eine Zukunft haben. Es geht darum, dass wir mehr davon brauchen, was Menschen stark macht, was den Zusammenhalt in der Gesellschaft stärkt, also mehr Solidarität mit den Schwächeren, mehr Investitionen in zukunftsfähige Industrien und Arbeitsplätze, mehr Gerechtigkeit und Respekt. Wir haben als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten seit Gründung der europäischen Gemeinschaften dafür gearbeitet, dass der Zusammenschluss von Staaten zu einem Zusammenhalt von Menschen wird. Zu einem Ort, an dem es um Solidarität geht, um etwas, was Gesellschaft zusammenhält, um Respekt. Wir haben den Mindestlohn erkämpft, in Deutschland und in Europa. Wir sind es, die für mehr Mitbestimmung in den Betrieben und eine starke Tarifbindung kämpfen, weil wir für hohe Standards der Arbeit sind, weil wir in Europa beste Arbeitsbedingungen haben wollen für alle, in allen Mitgliedstaaten und gute Löhne. Wir stehen dafür ein, dass Frauen und Männer gleichgestellt sind, nicht nur auf dem Papier, sondern auf dem Lohnzettel genauso wie in der Familie und in der Politik. Wir stehen für eine Migrationspolitik, die den europäischen Werten entspricht, in der das individuelle Recht auf Asyl unverbrüchlich geschützt wird und mit der wir auch anerkennen, wie dringend wir auf die Einwanderung von Fach- und Arbeitskräften angewiesen sind. Weil wir uns für ein soziales Europa einsetzen, in dem starke Sozialstaaten helfen, wenn Hilfe nötig ist. Das alles sind unsere Ziele. Das alles steht stärker unter Druck, als wir das jemals in Europa erlebt haben. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir unsere Reihen schließen, dass wir alle gemeinsam kämpfen für das, was uns wichtig ist. Unser Europa, unser soziales Europa, ein Europa der Zukunft. Ich freue mich auf den Wahlkampf mit euch. Vielen Dank.